Hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Alex und heute machen wir zusammen einen super scharfen, leckeren Chili Cheese Auflauf. Das ist einer meiner Lieblingsrezepte und deswegen machen wir die heute zusammen auf dem Grill. Das Ganze könnt ihr ganz einfach nachmachen, denn wie ihr wisst, lecker ist nicht gleich schwer. Wie das geht, was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Dazu brauchen wir einmal Frühlingszwiebeln, Pfeffer, Salz, 1 Liter Sahne, Cheddar mit Parmesan gemischt, Knofi, Chilis, Jalapenos, Paprika edelsüß, geräuchertes Paprika, Gewürzmischung eurer Wahl. Ich habe meine eigene gemacht, sie ist sehr spicy und feurig, aber da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Dann einmal das Wichtigste, die Kartoffeln und die Zwiebeln, eine Butter, das allerbeste Tabasco, ihr könnt natürlich auch was Schärferes nehmen. Und die zwei Paprika. Die genauen Mengenangaben findet ihr in der Infobox. Und jetzt starten wir mit der Vorbereitung. Als allererstes schneiden wir uns die Paprika in kleine Würfel. Und als nächstes schneiden wir unsere Zwiebel. Auch in kleine Würfel. Nun machen wir weiter mit unseren Frühlingszwiebeln. Freunde, jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Unsere super scharfen, leckeren Chilis. Freunde, ganz wichtig, schneidet eure Chilis der Länge nach auf und holt die Kerne raus, weil sonst brennt es am nächsten Tag zweimal. Freunde, ich habe euch jetzt nicht gezeigt, wie man eine Kartoffel schält, weil ich denke mal, jeder weiß, wie das geht. Für alle anderen, die das nicht wissen, können mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich für euch ein extra Tutorial, wie man eine Kartoffel schält. So, und jetzt hobeln wir unsere Kartoffeln in Scheiben. Schaut mal. Ihr könnt sie natürlich auch mit dem Messer ganz fein schneiden. Ist euch überlassen. Warnhinweis, Freunde. Passt auf, dass ihr euch nicht die Fingerkuppe abschneidet beim Endstück. Freunde, jetzt schmeißen wir die halbe Butter in den Topf. Jetzt die Zwiebeln anschwitzen, glasig. Nun pressen wir unsere zwei Knoblauchzehen rein. Das riecht schon wieder so lecker. Schön abstreichen und danach unseren heißgeliebten Chili. Beide Paprikapulver rein, Freunde. Kurz umrühren und sofort die Sahne hinein. Jetzt mit 250 ml Wasser aufgießen. Freunde, jetzt wird gesalzen. Und wenn ich Salz sage, dann meine ich richtig viel Salz. Denn die Kartoffeln ziehen das Salz so ein, dass man später kaum noch Salz schmeckt. Darum haut richtig viel rein. Und jetzt kommen wir zu unserer Hauptzutat. Jetzt machen wir die Kartoffeln und die Paprika rein. Und lassen das Ganze 15 Minuten vor sich hinköcheln. Während das Ganze vor sich hinköchelt, buttern wir unsere Auflaufform ein. Schön dick, dass auch nachher nichts anbrennt.
Auch die Seiten. So, ich habe jetzt gerade abgeschmeckt nach 15 Minuten. Mir fehlt noch ein bisschen Salz, darum haben wir davon noch ordentlich rein. Dann eine Prise Pfeffer, eine gute, die restlichen Gewürze, unser Spicy Mix und natürlich unsere Jalapenos. Und das Ganze einmal umrühren. Freunde, ganz wichtig, die Hälfte des Käses muss jetzt da rein. Die andere Hälfte brauchen wir dann später für Auflauf. So ungefähr. Dann unser Tabasco. Haut ruhig rein, auch wenn eure Frau sagt, nicht so viel, haut rein. Glaubt mir, je schärfer, desto besser. Natürlich einmal umrühren wieder, dass der Käse schmilzt. So, das Ganze jetzt in unsere gebutterte Auflaufform. Vorsichtig geben, dass nicht zu viel wegspritzt. Oh, schaut euch das an. Es riecht so scharf, es riecht einfach so geil. Jetzt den Rest unseres Käses schön verteilen. Freunde, den Grill habe ich jetzt auf 180 Grad vorgeheizt und lege unseren Auflauf jetzt für ca. 20 Minuten auf den Grill. Freunde, das Ganze könnt ihr natürlich auch kinderleicht im Backofen machen. 180 Grad vorheizen und 20 Minuten. So, liebe Leute, nach 20 Minuten kommen unsere Frühlingszwiebel drüber. Schön verteilen. Freunde, jetzt zumachen und das Ganze nochmal für 10 Minuten auf volle Power grillen lassen. Ding, ding. So, Freunde, die 10 Minuten sind jetzt um. Jetzt holen wir das Ganze raus. Aber ganz wichtig jetzt, ohne Spaß, nehmt euch Handschuhe her oder irgendeinen Topflappen, weil das Ganze ist jetzt richtig heiß. Oh, schaut, wie das brutzelt. Und die Griffe werden schon heiß. Boah, es riecht einfach göttlich. Ich halte jetzt nicht mehr aus, jetzt wird erstmal probiert, Freunde. Oh, schaut mal an, der Käse, wie er zerläuft. Los. Was soll ich sagen? Es ist perfekt, Jungs. Leute. Gleich nochmal. So. Scharf und heiß und macht es auf jeden Fall nach. Es schmeckt einfach so perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, ein Abo natürlich und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.